zwischen 500 und 1000 Euro wären die Originale dieser Münzen und Schmuckstücke nach Materialpreis wert. Der tatsächliche Wert jedoch ist nicht wirklich in Zahlen zu fassen, denn es handelt sich teilweise um sogenannte Heiterbu-Münzen. Geprägt zur Zeit des dänischen Königs Harald Gormsen, auch Harald Blauzahn genannt, sind diese Münzen extrem selten. Harald Blauzahn war der erste dänische Christenkönig und während der Schlacht gegen seinen Sohn Sven Gabelbart im Jahre 986, die er auch verloren hat, ist er mit dem Schiff Richtung Wollin zur Jomdeburg gefahren, schwer verletzt natürlich. Wir glauben, dass Gefolgsleute im Zuge dessen diesen Schatz dort in der Nähe von Schabrode vergraben haben, um ihn dann später zu bergen. Etwa 600 Stücke von diesem Schatz fanden die Ackerlöper bei ihren regelmäßigen Bodenuntersuchungen. Die Ackerlöper sind ein Zusammenschluss aus ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegern und einigen Interessierten. Weitere 1300 Stücke wurden bei der Notbergung gefunden. Heute kann man Kopien der ersten 600 Teile im Museum Seefahrerhaus Selin begutachten. Ein Mitglied unserer Arbeitsgemeinschaft, René Schön, der diesen Schatz eigentlich auch gefunden hat, hat während des Auffindens bis zur Notbergen, bis zur Ausgabe mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege eben einige Stücke dann kopiert. Und diese Stücke haben wir dann hier für unsere Ausstellung bekommen. Die Ausstellung füllt das komplette Erdgeschoss des Hauses aus. Wo man sich früher über Fischereigeschichte der Halbinsel Mönchgut informieren konnte, sieht man heute eine moderne Veranschaulichung des unwahrscheinlichen Fundes der Ehrenamtler. Empfangen wird man von einer Videoreihe und eine Reihe kurzer Tafeln beschreibt die wichtigsten Fundstücke, wie beispielsweise auch einen Torhammer. Interessanter Fakt: Was heute jedes Mobiltelefon hat, ist Bluetooth. In den 1990ern erfunden, trägt es den Namen des Dänenkönigs Blauzahn, nur eben auf Englisch. Ich bin erstmal stolz, richtig stolz, dass wir es geschafft haben, in einem kleinen Heimatmuseum auf der Insel Rügen, auch wenn dieser Schatz nur in Kopie ist, ihn doch hierher zu bekommen, mit verschiedenen Handwerkern und Filmemachern dann eben diese Ausstellung zu konzipieren, um auch mal den Gästen zu zeigen, was Archäologie auf der Insel Rügen bedeutet. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis Ende 2022. Darüber hinaus bietet das Museum jedoch auch noch eine Ausstellung zu Fossilien und der alten Fischertradition Mönchguts an. Unter anderem findet man hier auch das älteste Gestein Deutschlands.